Der Storybuilding-Assistent ist nicht nur für Neueinsteiger in das Schreibhandwerk eine große Hilfe. Er ist das Bindeglied zwischen dem kompletten Anfang eines Projekts und dem Plotten. In 5 Stufen gehen wir die wichtigsten Punkte am Anfang durch, um uns darüber klar zu werden, was wir überhaupt erzählen wollen. Wiederum geht es wie bei der Prämisse darum, alles auf den Punkt zu bringen. Punkt 1, die Mission. Wovon willst du die Welt überzeugen? Was ist die Essenz der Geschichte und so weiter? Man kann all diese Sachen, die man dazu notieren möchte, in der Konzeptarbeit festhalten, einfach hier draufklicken, woraufhin hier in der Konzeptarbeit ein entsprechendes Kapitel generiert wird. Und diese Punkte, die wir hier erinnern haben, werden hier auch dargestellt. Alles, was blau ist, ist die Vorgabe, und in den schwarzen Text schreibt man dann die eigenen Gedanken dazu hinein. Der nächste Punkt ist das Problem. Wichtiges Schlagwort, es geht um Gefühle. Die 3 Teile überlegen: Anfang, Mitte, Ende, alte Welt, die Geschichte zur Veränderung, Sieg, Niederlage und so weiter. Ebenfalls wieder in der Konzeptarbeit verewigen. Dann das Casting. Hier geht es darum, dass wir uns überlegen, welche Figuren tragen die Geschichte, wer sind die Hauptnebenrollen, die Statisten und so weiter. Und auch hier finden wir im Kreativboard eine Unterstützung, und zwar auf dieser neu erstellten Instanz, die dadurch erzeugt wird, gibt es hier ein Bild, das uns ein Beispiel anzeigt. Julias Befreiung ist das Thema und hier die Kräfte, die gegen und die für sie arbeiten. Zum Kreativboard kommen wir später. So, der nächste Punkt sind die Wendepunkte. Das ist bekannt, wenn man sich schon etwas mit Dramaturgie beschäftigt hat. Der Anfang, die Mitte der Geschichte, der Höhepunkt, dann wieder, also das Loslassen, Aufgeben, größte Katastrophe, dann der absolute Höhepunkt und dann das Ausfaden zum Ende hin. Und schließlich der Plot. Hier können wir über Wähle den Plottyp ins Plotten selbst einsteigen. So viel zum Storybuilding-Assistenten, den ich jedem wirklich sehr ans Herzen lege für seine Geschichten. Bis zum nächsten Video. Tschüss!